Steinbach in den roten Trikots, in den Heimtrikots hier auswärts, aber passt farblich natürlich zu den blauen Trikots vom SGV, da kann man es wenigstens schön unterscheiden. Von rechts nach links in der ersten Hälfte. Pascal Bieler, der übrigens von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund kam, dort unter anderem unter Enrico Maaßen Co-Trainer war. Ja, und der erste Abschluss der Partie von Marcel Hofrath, der sich mal was traut und mit nach vorne zieht. Ja, hat einen guten Linken, aber... Ja, aber schieben gut hinten raus jetzt die Freiberger, pressen hoch an und dann das geht aber die Lücke Ball auf. Auf außen. Flach rein, der kommt ganz hinten durch. Boah. Und er macht ihn nicht. Eieiei. Also der erste Hochkaräter der Partie in der 7. Minute. Hier schauen wir nochmal drauf. Da Boah. Stimmt die Zuordnung das, überhaupt nicht. Ich nutze auch ganz kurz die Zeit nochmal, wenn ihr irgendwie technische Probleme habt. Der League Support ist 90 Minuten im Einsatz unter contact@leagues.football. Ja, Tomic mit dem zweiten Ball. Das erste Mal muss sich Ibrahim auszeichnen. Vierte Ecke und auch das Publikum wacht wieder so ein bisschen aus dem Winterschlaf auf. Ja, der Ball wird sehr lang. Ja, Fehler. Nochmal eine Chance, Stock. Ja, hätte auch einen Abschluss suchen können. Das dürfte Bisanovic sein, der sucht den Abschluss. Nicht schlecht. Ja, also jetzt gespannt, das sah gar nicht so weit weg aus. Gegen Ende der zweiten Halbzeit trauen sich auf rechts. Beide der doch nochmal. Der war nicht verkehrt. Jetzt aber schön über links. Auch kein Abseits. Scharf das Ding rein. Wichtig. Das ist gar nicht so ungefährlich. Ich glaube, Serkan Firat war das, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Und Hofrath hat das Ding zur Ecke rausgegrätscht. Wollen wir nochmal drauf hier. Firat wäre rangekommen. Gütschlü bleibt weg. Ja, Tee im letzten Spiel von Beginn an. Kam aus der knappen Schmiede im Sommer. Jetzt die große Chance. Und er ist drin. Ist das Gütschlü? Ja. Das ist Gütschlü. Stochert das Ding rein. Und das ist wieder die linke Seite, über die wir auch vorhin in der ersten Hälfte schon einige Male gesprochen haben. Wo sie es nicht zubekommen. Hier kommt Barudi nicht hinterher. Ja. Kann er völlig ungehalten in den Strafraum marschieren. Heimann kann halt nur klatschen lassen. Singer belohnt sich für eine starke Partie mit dem Assist. Mit ein bisschen Glück, sage ich mal, kriegt Heimann den irgendwie zur Ecke geklärt. Wir können es uns nochmal angucken. Hier. Viel Platz für Singer. Ja. Viel zu viel Platz. So, und dann schleicht sich Gütschü da zwischen Velagic und Jan Koch weg und niemand geht mit. Dann steht er völlig frei vor Heimann. Und dann ist es zu unpräzise, Firat zieht zurück und Hofrath kommt über links mit ordentlich Speed und er kann auch flanken! Marcel Hofrath. 60. Minute. Endlich mal Gefahr, wenn auch nicht unbedingt gewollt. Wie gesagt, aus der knappen Schmiede, Schalke 04-2. Da sind schon Anlagen da. Das wird nicht einfacher. Das zeigt er hier gleich mal. Geht wird zu gefoult. Boden. Es gibt Elfmeter. Das ist der Elfmeter. War für mich kein Elfer. Sage ich jetzt, wie es ist. Das gibt Elfmeter. Den holt Tee hier raus, nachdem er quasi 4 Sekunden auf dem Platz ist. Die Wiederholung. So, Pradara, das geht wieder zu leicht, das ist ganz klar. Boah. Er fällt halt versetzt. Also, also Pradara trifft den Ball. Frank Tehe geht dann noch 2 Schritte, sieht, dass der Ball ins Aus springt, geht zu Boden. Und jetzt die Chance für Firat. Ja, eiskalt, rechts oben aus der Sicht des Schützen. Boah, schlimmer übler, Fehler. Übler Schlitzer. Was macht Barudi draus? Er nimmt erstmal Sögler rechts mit, geht dann zu Fall. Das ist ein Freistoß. Und das gelb. Ist gelb. Für Sören Eismann, wenn ich es richtig sehe. Der kann es überhaupt nicht fassen. Ja. In die Mauer. Sögler, zweiter Ball. Da wollte Hand. Und der Pfeil ist, glaube ich. Ja. Ja, wieder Freistoß. Aber kein Elfmeter. Wieder Freistoß, wieder gelb und das ist gelb-rot. Das ist gelb-rot.
für Eismann, ne? Gelb-Rot, ja. Eismann innerhalb von Gelb-Rot, groß gewachsen, wird gleich kommen. Aber erstmal macht Hofrat jetzt den Eckstoß hier klar. Barini, wow, Verlänger! Und fast das Eigentor. Kober schenkt sich das Ding fast selber ein. Und da kommt Barini aus dem Nichts und Kober, hab's vorhin gesagt, schon ein Eigentor, ähnlich unglücklich gegen Frankfurt. Aber die nächste Ecke kommt gleich. Direkt rein. Ibrahim langt vorbei. Ja, aber sie müssen sich halt insgesamt, also auch wenn sie jetzt bemüht sind. Kopfballchance nochmal. Sie müssen sich insgesamt vorwerfen lassen, zu wenig gemacht zu haben für die eigene Offensive. Das ist ganz klar. Und es war, glaube ich, Pradara, wenn ich es richtig sehe. Offizielle Nachspielzeit ist dann jetzt auch rum. Barudi nochmal. Nicht mal die Flanke kommt an. Also, das ist der Abpfiff. Ja, das war's. Also unser SGV Freiberg unterliegt dem TSV Steinbach-Haiger. Verdient, muss man sagen, am Ende mit 0-2.